gewonnen mit 4:1. Das ist kein Eishockeyspiel, das ist ein Zirkus. Habt ihr euch gut amüsiert? Ja, klar. Okay, die allerdings auch. Denn die haben immer noch 3 Punkte Vorsprung und uns trennt nur noch 1/3 von der Niederlage. Na und, Hauptsache, wir bewahren unseren Stolz. Ja, genau. Jesse, das hat nichts mit Stolz zu tun. Klar, dass Dwayne diesen Riesen lahmgelegt hat, fand ich auch toll. Aber Leute, ich verstehe euch doch. Ich weiß, wie euch zumute ist. Ich wollte damals dem Kerl, der mein Knie zertrümmert hat, auch die Fresse demolieren. Und glaubt mir, ich wollte Stanson zu gerne seinen schweinischen Schlag heimzahlen. Aber soll ich euch was verraten? Mein Knie wird heilen. Und wenn ich jemand werde, der ich nicht bin, wenn ich auf ihr Niveau herabsinke, dann habe ich mehr verloren als nur mein Knie. Versteht ihr das? Ja, wir sind keine Schläger. Wir sind nicht brutal. Ganz egal, was die Leute sagen oder tun. Wir müssen wir selbst bleiben. Du, wer bist du? Dean Portman. Woher? Chicago, Illinois. Du. Guy Germain. Woher? St. Paul's, Minnesota. Du. Jesse Hall aus Minneapolis, Minnesota. Und du? Julie Gaffney aus Bangor, Maine. Luis Mendoza, Miami, Florida. Greg Goldberg, Philadelphia, Pennsylvania. Les Averman, Brooklyn Park, Minnesota. Fulton Reed, Stillwater, Minnesota. Genau. Russ Tyler, South Central Los Angeles. Charlie Conway, Minneapolis, Minnesota. Ken Wu, San Francisco, Kalifornien. Connie Moreau, Minneapolis, Minnesota. Adam Banks, Edina, Minnesota. Dwayne Robertson, Austin, Texas. Michelle McKay, Duluth, Minnesota. Und ich bin Gordon Bombay, Minneapolis, Minnesota. Und wir sind das Team USA, zusammengekommen aus den Vereinigten Staaten. Und wir werden zusammenhalten. Und wisst ihr wieso? Weil wir die Ducks sind. Und Enten fliegen zusammen. Das ist richtig, ja. Und wenn ihr denkt, ihr werdet auseinandergetrieben. Enten fliegen zusammen! Und wenn euch der Wind entgegenweht und der Himmel schwarz ist? Enten fliegen zusammen! Und wenn die Hähne krähen und sich die Kühe auf der Weide im Kreis drehen? Okay, dann Enten fliegen zusammen! Und wenn jeder euch sagt, ihr könnt es nicht schaffen, Enten fliegen zusammen. Na schön, neue Ducks und alte Ducks müssen sich unter einem neuen Banner vereinen. Und ich dachte, vielleicht wäre das das Richtige. Und da laufen wir ein zum letzten Drittel. Welche Mannschaft ist das? Das ist nicht das Team USA, oder doch? Das ist es. Sie tragen neue Trikots. Sie tragen das Zeichen der Ducks. So etwas habe ich bis heute noch nicht erlebt. Wie ich eben erfahren habe, gibt es keine Regeln, die das Wechseln der Trikots verbieten. Ich bitte Sie, Schiedsrichter, das ist lächerlich. Ja, Gordon Bombays alte Mannschaft nannten sich die Ducks. Und ich habe das Gefühl, wir haben da draußen jetzt die USA-Ducks.